Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Call of the Wild. Wieder auf der neuen Map New England. Und ich habe noch nicht alle Spots entdeckt, noch nicht alle Hütten freigeschaltet und das werden wir heute nachholen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Bis dann. Das muss ich schneiden. Ich hab's schon wieder versaut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und damit let's go. Jetzt geschafft zu entkommen. Ist gleich durchgestartet. Okay. Silbernes Weibchen 16,34. Doppellunge Herz, einmal alles bitte. Sehr gut. Top. Sehr, sehr schön im Sitzen geschossen. Ja. Leider nur Silber. Was soll's. Kommt aber sofort in den Discord. Und ihr kennt den Spaß doch schon langsam, ne? Der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung und im Channel erlegt ist. Könnt ihr euch alle Stream-Abschlüsse und alle Videoabschlüsse nochmal anschauen. Im Channel erlegt ist Community dürft ihr gerne eure Abschlüsse präsentieren. Also, falls ihr Bock habt, kommt vorbei. Krank. Aha. Da ist doch was. Wo ist der Rest von euch? Bist du alles? Oder kommt da noch mehr? Das ist jetzt die Frage. Gieße ich auf dich oder warte ich, dass da dein großer Bruder rauskommt? Ja, bevor ich gar keinen schieße, schieße ich lieber auf dich. So, silberner Bock. Ja, süß, süß, kleiner Weißwedel. 133,9. Tja. So beginnt heute der Stream oder das Video, was weiß ich. Entschuldigung. Ey. Das Video heute des Hustens und des Gähnens, Leute. Husten und Gähnen. Krank. Silbernes Weibchen 14,56. Mehr Lunge Rückgrat. Wichtiger Anfängertipp ist immer, du siehst ja jetzt, aus der Richtung kommt der. Man muss ja beim nächsten Mal zeigen. Aus der Richtung kommt der Ruf, also wenn du diese. Ne? Du siehst ja dann diese Rufbubble, diese Linien. Und das wird dir jetzt, sage ich mal, ziemlich grobflächig angezeigt auf dem in die Richtung, wenn du da schaust. Also du weißt nicht genau, ist er da, ist er hier. Dieser Bereich ist einfach viel zu groß, der da angezeigt wird. Und wenn du aber in diese Geräuschbubble, in diese Dinger so reinzoomst mit dem Fernglas, dann wird dir das Ganze nochmal genauer angezeigt. Das heißt, wenn du einen Ruf siehst, gleich mit dem Fernglas rein, dann kannst du gleich gucken und kannst das Gebiet, wo dieser Ruf herkommt, nochmal extrem definieren, sag ich mal. Weil dabei erklären und das dann machen, ist immer ein bisschen schwierig, weil die Rufe ja teilweise nach ein paar Sekunden schon wieder weg sind. Also die Grafik, die dann gezeigt wird. Ich liebe es, wenn die aufstehen. Ich liebe es. 90% meiner Bären schieße ich immer, wenn die sich so aufrichten. Das kann man natürlich auch mit einem Pfiff sehr gut machen. Die sitzt irgendwo und du kannst sie, du weißt nicht, wo soll ich da hinschießen, obwohl beim Sitzen ist es eigentlich auch einfach. Aber da kann man so einen aus 120 Meter, 100 Metern so einen gezielten Pfiff machen. Dann stellen die sich hin, schauen, was ist da überhaupt, wo kommt das her? Und du, bam, schön, Doppellunge, Lunge, was weiß ich. 14,43 Silber, sehr schön. Naja, was heißt sehr schön? Aber es werden mir halt keine besseren Bären hier geliefert. Lol. Was ist denn hier los? Wie
gibt es artübergreifendes Grasen. Schön. Was ist denn hier los? Das ist schon selten, dass so zwei Bedürfnisgebiete... Also ich weiß nicht, ob da ein Bedürfnisgebiet ist oder ob die einfach dann nur so... Können die auch nur so grasen? Oder liegen da wirklich zwei Gebiete übereinander? Das wäre mir neu, dass das funktioniert. Naja, Ruhe. Ich glaube, zweimal schlecht getroffen. Aber zumindest den einen haben wir. Ich glaube, einmal zu weit hinten habe ich mehr so Darm getroffen. Und beim anderen, der könnte vielleicht gesessen haben. Ich bin mir nicht sicher. Okay, also der hier ist auf jeden Fall Silber. 165,5. Kleiner, süßer Bock. So. Muss ich hier schon die Lampe anmachen? Es ist schon so spät, ja. So. Nicht tödlicher Treffer. Und nicht tödlicher Treffer. Zweimal nicht tödlich getroffen. Er liegt trotzdem da, wir müssen ihn einsammeln. Schade. Versaut. Aber die standen verhältnismäßig wieder lange da. Beim letzten Stream habe ich ja die Erfahrung gemacht, dass die sofort lossprinten. Jetzt standen sie wieder länger da, weil sie wahrscheinlich nicht wussten, wo ich bin. So. Erster Treffer. Da. Zweiter Treffer. Muskel. Wirklich so weit hinten? Ah, da. Na gut, den habe ich ja so schräg getroffen. Ja, Sinn. Komm schon, habe ich dich verschossen? Drop, drop, drop. Das gibt's ja gar nicht. Verschossen. Weiß nicht warum. Also, hä? Egal. Krank. Frech. Einfach nur frech. Einfach nur frech. Sagen, er landet doch jetzt hier, oder? War da hinten? Könnt's ja mal versuchen. Kann das Ding zwar nicht auf 200 aimen, also 200 Nullen, die Waffe. Lol. Habe ich wirklich getroffen? Ja, die rutscht da den Hang runter. Nicht ins Wasser rutschen, nein. Stopp, aus. Sehr gut. Oh, ich habe immer noch so einen Katzen im Hals, ey. Entschuldigung, krank. Eine silberne Stockente. 14,13. Oh. Hase. Aber schön, dass er sitzen geblieben ist, ne? Top. Silberner Hase, Doppellunge sogar. Nee, Singellunge. Entschuldigung. 1,36. Die perfekte Mischung aus Hässlichkeit und Süßigkeit. Süßigkeit. Was ist das für ein Fernglas? Habe eins mit Entfernungsmesser, aber nur Nachtsicht. Das hier ist das
Apex View 7x42. Davor hatte ich dieses einfache Ding, wo du halt nur ein Glas hast, ne? So. Als Entfernungsmesser, das war auch gut. Und dann konnte ich mir irgendwann das Ding hier leisten. Das ist schon mega gut. Also Entfernungsmesser, und wenn man dann freischaltet Nullen der Waffe, das ist must have, ne? Um genau zu schießen. Ein Karnickel. Versuche jetzt mal zu schießen. Hat ja heute schon mal Glück mit dem Kaninchen. Ich bin der Kaninchen-Held. Und den Truthahn auch noch. Top! Hör doch mal auf, wegzulaufen, Truthahn. Wegzufliegen. Aber das Kaninchen habe ich gut getroffen. Wieder ein bisschen drüber geziert. Hast jetzt gesehen, dass ich kann die Waffe, mit der ich das Kaninchen schieße, nur auf 150 Meter nullen. Er war aber jetzt 185 Meter weg. Deswegen bin ich mit dem Zielkreuz ein bisschen drüber gegangen und habe ihn wirklich gut getroffen. Goldkaninchen. Ah, sehr gut. Entschuldigung. 1,77. Top. Goldenes Kaninchen. Silberner Truthahn, weiblich, 3,59. Ah ja, okay. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. The Hunter Call of the Wild hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Obwohl ihr merkt, ich bin ein bisschen angeschlagen, bin ein bisschen krank. Ja, ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.